Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek, ich bin Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Im heutigen Videoblog gehen wir einmal der Frage nach, inwieweit der Vermieter eigentlich zu einer Art Selbstjustiz berechtigt ist. Das gibt ja in der Praxis sehr häufig den Fall, dass Mieter sich unbotmäßig verhalten, die Miete nicht bezahlen oder irgendwelchen Mieterhöhungserklärungen nicht zustimmen oder irgendwelchen Modernisierungen nicht zustimmen, was auch immer. Der Vermieter sagt, warum soll ich extra einen Anwalt beauftragen, warum soll ich hier klagen? Ich folter den mal ein bisschen, ich drehe ihm den Strom ab, das Wasser ab oder wie in dem Fall, den wir heute besprechen, sogar den Fernsehempfang störe ich ihm. Das Amtsgericht Pforzheim hatte einen ganz interessanten Beschluss am 9.8.2017 erlassen, den ich hier mal vorstellen will und anhand dieses Beschlusses eben so ein bisschen das Thema Selbstjustiz erörtern will. Ich sag mal so ganz grob, früher sagte die Rechtsprechung eigentlich, solange der Mieter da in der Wohnung ist, muss ihm der Vermieter auch das Ganze drumherum, Wasser, Strom und so weiter, zur Verfügung stellen. Also nicht nur die bloßen Mieträume, sondern auch die ganze Versorgung ermöglichen. Man darf dann eben nicht einfach, um zum Beispiel ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen, die Versorgung unterbrechen. Das geht nicht. Ja, so war es früher. Heute ist die Rechtsprechung ein bisschen aufgelockerter und sagt im Prinzip so ganz grob, naja, wenn der Vermieter zumindest offene Forderungen hat, zum Beispiel Miete, der Mieter zahlt die Betriebskostenvorschüsse nicht, ja, dann kann möglicherweise der Vermieter eben doch über so eine Versorgungssperre adäquat reagieren. Im Einzelnen vieles umstritten, man muss sehr auf den Einzelfall aufpassen, wenn der Vermieter das zu Unrecht jedenfalls macht, wenn der einfach irgendwas abstellt, fängt er sich ganz schnell eine einstweilige Verfügung des Mieters. Und das war hier auch der Fall des Amtsgerichts Pforzheim. Der Vermieter hatte hier Zustimmung zu einem Mieterhöhungsverlangen. Verlangt vom Mieter. Und wenn der Mieter das nicht macht, dann ist ja der übliche Weg, muss ihn der Vermieter ja verklagen vor Gericht auf Zustimmung und dieses Urteil ersetzt dann diese Zustimmungserklärung des Mieters. Und dann haben wir eine höhere Miete. Der Mieter hat gesagt, ich stimme nicht zu. Dann hätte der Vermieter ihn ja verklagen können, hat er aber nicht gemacht. Stattdessen hat er ihm mitgeteilt, er werde ihm Licht, Wasser und Fernsehempfang abstellen, wenn er nicht mit der Mieterhöhung einverstanden ist. Und das hat er dann tatsächlich auch gemacht und der Mieter hat dann das gemacht, was man an der Stelle macht, was uns Anwälte immer tierisch nervt, also mich, weil ich ein, zwei Verfügungen ist mir erstmal zu anstrengend, zu hektisch, zu schnell und muss man so viel Eilstab die Versicherung abgeben und so, also, und dann muss ich noch zugestellt werden, also sind wir immer wahnsinnig. Ich versuche das immer zu vermeiden, gebe ich ehrlich zu. Ja. Also kommen Sie nicht zu mir mit sowas. Jedenfalls, hier hat er offensichtlich einen fleißigen Anwalt gefunden und der hat dann eine einstweilige Verfügung beantragt und hat vom Amtsgericht Pforzheim auch Recht bekommen. Und das Amtsgericht hat nochmal klar dargestellt, dass diese Drohung bzw. dieses Verwirklichen des Wasserabstellens und des Fernsehempfangs, dass damit der Vermieter zum einen in unzulässiger Weise in die Rechte des Mieters eingreift, unabhängig davon, ob der jetzt einen Anspruch hat darauf, dass der Mieter der Mieterhöhung zustimmt oder nicht. Das haben die also gar nicht geprüft. Die haben gesagt, das geht so oder so nicht. Selbst wenn der Vermieter wirklich einen Anspruch darauf hätte, das ist egal. Ja, er darf es nicht so durchsetzen. Das ist das eine. Und außerdem haben die dann eben konsequent weitergeführt, dass er eben auch kein Zurückbehaltungsrecht hat. Der kann eben, weil der Mieter in dem Moment noch keine Miete schuldet, also keine direkten Zahlungen auf die Betriebskosten, deswegen warm Wasser und aufs Fernsehen, der hat ja das Geld dafür bekommen, der Vermieter. Dementsprechend kann er kein Zurückbehaltungsrecht ausüben und deswegen ist das auch unter diesem Aspekt nicht zulässig, was der Vermieter da macht. Und der musste eben jetzt die Versorgungssperre, die dann eben eine unzulässige Besitzstörung ist, wieder aufheben. Jetzt ist also die Frage, was lehrt uns das Ganze. Zum einen erstmal, Vermieter müssen vorsichtig sein, wenn sie Selbstjustiz machen. Jedenfalls dann, wenn die Einschränkung der Versorgung, die Einstellung der Versorgung nicht im Zusammenhang damit steht, dass der Mieter irgendwelche Versorgungsleistungen nicht bezahlt hat.
also meistens werden das ja dann Betriebskosten sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann geht im Prinzip eine Versorgungssperre schon mal nicht. Ja, bei Nichtzahlung der Miete, wenn er jetzt insgesamt die Miete nicht gezahlt hat, dann ist das schon was anderes. Wenn er Betriebskostenanteile nicht zahlen will oder so, ist das auch was anderes. Da muss man dann detailliert auch die Rechtsprechung sich nochmal angucken. Das würde jetzt hier ein bisschen den Umfang sprengen. Da kommen wir aber unter Umständen ins Geschäft. Da kann der Vermieter dann schon an eine entsprechende Versorgungssperre denken. Da ist die Rechtsprechung eben nicht mehr so streng wie früher, ja, und zwar solange der Mieter noch so irgendwie die Wohnung nutzen kann, wird ihm der Gebrauch komplett entzogen, ja, das wäre wie so eine vorweggenommene Räumung, also kommt da nicht mehr rein, tauscht der Vermieter das Schloss aus, das geht nie, dann machen wir eine 1, 2 Verfügung auf Mieterseite und zack ist der Mieter wieder drin, ja, also das braucht man gar nicht probieren, dafür muss man da wirklich Räumungsklage machen. Das wäre außerdem, wenn der Vermieter einfach reingeht, wäre das ja auch noch eine Straftat, ein Hausfriedensbruch, ja, also da kann man sowieso nur dringend von abraten, ja, und der Mieter ist sofort per 1, 2 Verfügung wieder drin. Also grob zusammengefasst könnte man vielleicht das so formulieren, rausschmeißen darf der Vermieter den Mieter nicht in solchen Fällen. Er kann ihn vielleicht, wenn er die Gegenleistung nicht hat, kann er ihn so quasi ein bisschen ausfrieren oder aushungern, indem er ihm Strom und Heizung abstellt, aber eben dann nur immer, wenn Gegenleistungen für diese Bereitstellung dieser Leistungen nicht erbracht werden, sprich Betriebskostenabrechnung nicht bezahlt werden, wobei es auch bei Nachforderungen wohl auch nicht gehen wird, sondern die laufenden klar vereinbarten Betriebskosten werden nicht bezahlt, dann wäre das so ein Fall, wo man daran denken kann. Soweit. Danke für die Aufmerksamkeit. Fragen gern unten rein. Ist ja ein bisschen ein komplexes Thema und ich weiß, dass es viele Vermieter interessiert, weil sie natürlich gerne hier auf diesem Wege ihre Rechte durchsetzen wollen und umgekehrt viele Mieter natürlich zu Recht erbost sind, wenn dann solche Streitigkeiten auf dieser Wildwestschiene hier erledigt werden. Ich habe eben früher mal gesagt, das brauchen Sie keine Sorgen machen auf Mieterseite. Ist eben nicht mehr ganz so. Heute muss man schon eher mit solchen Sperren rechnen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie gerne den Kanal und tschüss, bis zum nächsten Mal.